Das war jetzt definitiv irgendwie ein Ladebug. Okay. Erdlied Wohnhaus. Versuchen wir mal das zu laden. Mal gucken, was da passiert. Irgendwie macht es mir jetzt gerade Sorgen. Aber richtige Sorgen. Okay. Hier sieht noch alles gut aus. Hat noch jeder seine Ausrüstung. Ja. Das ist okay. Wir lassen das Kind in der Krippe verschwinden von da. Zwei meiner Chars waren weg. Die anderen hatten ein Zehntel ihrer Ausrüstung nur noch. Was zur Hölle? Ja, gut, das sieht Sure. definitiv besser aus. Das war jetzt gerade irgendwie ein Schock. Okay, Altlied. Weil das mit Hivarias ist ja jetzt geklärt. Ich hätte ihn höchstens noch in den Galloway-Tempel mitnehmen können. Vielleicht hätten wir da noch was anderes herausgefunden. Darf ja nicht immer davon ausgehen, dass dieses Spiel hier so streng ist, was das angeht. So, wie mache ich das am besten? Ich gehe jetzt, glaube ich, hier einmal rum. Achso, du bist Sagani. Wo ist die Person? Achso, Jägerin und den Jäger. Die beiden haben wohl nicht wichtig, nichts Wichtiges zu sagen. Jo. Ach du meine Güte. Ja, danke. Wir leben im Frieden, aber wir werden uns von den Estrowords niemals unterwerfen. Und du bist ein Beschützer. Jo. Okay, gucken wir uns zuerst hier um. Orwin We und. Can't stay down here. Someone must go to the nest eventually. Der dunkle Weg wird von einem massiven Eisenstange versperrt. Sie bewegen sich keinen Millimeter. Und es scheint auch keinen Mechanismus zu geben, um sie von außen hochzuziehen. Okay, wer seid ihr beide? Ihr beide seid wohl die Elfen von. Wie heißt das? Der Tempel hier oben? Vom Tempel von Hyela. Ihr seid ja hierher geflüchtet. In den Hyela-Schrein. Genau. Zwei Waldelfen, ein Mann und eine Frau, tragen bunte Roben, die mit dem gleichen Emblem versehen sind: einem geflügelten Ei. Genau das war die Vision. Von dieser Kleidung abgesehen können sie jedoch unterschiedlicher nicht sein. Sie verschränken die Arme und. Sie verschränkt die Arme und blickt ununterbrochen zornig auf die zerstörten Wände um sie herum. Er hingegen murmelt Gebete, sein schattiges Gesicht so ruhig wie ein wolkenloser Himmel. Just how are we supposed to worship the Sky Mother from among the weeds, hm? This is a disgrace. Die Frau fährt ihren Gefährten an. Wie sollen wir dem Himmel, der Himmelsmutter von einem Flecken Unkraut aushuldigen, hm? Das ist eine einzige Schande. Calm yourself. We should be grateful that she protected us from the winged terror. Besides, even here we have a visitor. Oh, ich ahne Böses. Beruhig dich. Wir sollten dankbar sein, dass sie uns vor dem geflügelten Schrecken beschützt hat. Außerdem, er wendet sich zu dir. Selbst hier haben wir Besucher. Eigentlich ist mir Helena als eine Vision erschienen. Sie hat mir aufgetragen, mit euch über die Gefahr zu sprechen, die sich über ihren Tempel gelegt hat. Was ist das für ein geflügelter Schrecken, vor dem ihr sprecht?
Ist dies hier der Hyela-Tempel? Sie rollt die himmelblauen Augen und stößt ihren Gefährten mit dem Ellbogen an. Hörst du diesen Unsinn? Relax, Anuin. I'm sure he meant nothing by it. Forgive my consort. She's been rather excitable of late. This is not, as you seem to recognize, our actual temple. It's merely a shrine we've set up after the business with the dragon. Bingo, Drache. Er macht eine beschwichtigte Geste. Entspann dich, Anuin. Es war gewiss nicht böse gemeint. Er wählt sie dir zu. Verzeiht, meiner Gefährte, sie ist in letzter Zeit recht reizbar. Er generiert einen spitzen Blick von Onwell. Wie du offenbar bemerkt hast, ist das hier nicht unser eigener Tempel. Es ist lediglich ein Schrein, den wir nach dem Vorfall mit dem Drachen errichtet haben. Also ja, definitiv ein Drache. In der Vision kamen schwarze Wolken, Leute sind zu Asche zerfallen und sie reden von einem geflügelten Schrecken. Auch die Sprache ist unserer Göttin heilig. Möchtest du über was anderes sprechen? Also ja, jetzt können wir nicht mehr über den geflügelten Schrecken sprechen. Eigentlich ist mir Hyela in einer Vision erschienen, genau. Eine Vision der Göttin selbst? Kasvat blickt dich mit unverhohlter Faszination an. Welch Sender und glücklicher Segen. Orwin blickt dich mit zusammengekniffenen Augen an. Deine Vision hat dir offenbart, dass die Gefahr ein Drache ist, ja? Sie tritt einen Schritt zurück und mustert dich eingehend. Ehrlich gesagt hatte ich erwartet, dass die Himmelsmutter eine ganze Armee von Kriegern schicken würde, um dieses Monster zu bekämpfen. Ich fürchte so wenige ist, als würden Spatzen einen Adler angreifen. Aber wenn ihr euch ausgewählt hat, wer sind wir, an ihrem Urteil zu zweifeln? Owen hat jedoch recht. Du musst dich auf einen mächtigen und gerissenen Feind vorbereiten. Das Nest und der Drache befinden sich auf dem Gipfel jenseits der Nordlandschaft. Er deutet in die Richtung in den Pfad entlang. Folge diesem Pfad in die Wildnis und suche dann nach einem weiteren Pfad, der in die Klippen gehauen ist. Möge der Segen der Himmelsmutter dir beistehen. Kann ich noch was anderes fragen? Nur zu, ich habe Frage über den Drachen. Wir sagen dir, was wir können. Er blickt Owen streng an. Ist schon etwas Schleimer geschehen? Nein, noch nie. Oder unser Orden hätte schon lange begonnen, den Reißzähnen zu ähneln. Wie ist der Drache hier gelandet? Mit einem gewaltigen Flügelschlag oder einem feurigen Schrei. Wer weiß schon, warum diese Bestien kommen und gehen. Er ist hier, das ist alles, was zählt. Wenn du fragst, warum das geschehen ist, nur die Götter wissen es. Ich nehme an, es ist eine Glaubensprüfung, die Hyena selbst uns auferlegt hat. Aber wer weiß das schon. Wann ist der Drache zum ersten Mal gesehen worden? Er blickt in den Himmel und denkt nach. Es war vor mehreren Wochen. Die Kreatur verdunkelte den Himmel wie eine Gewitterwolke und schloss urplötzlich auf uns herab. Es gab keine Vorwarnung. Kannst du mir noch etwas über den Drachen sagen? Er öffnet seinen Mund, ein schiefes Grinsen im Gesicht, überlegt sich dann aber offenbar besser und sagt nichts. Nach einer Pause sagt sie nichts. Also sie macht das. Wir wünschen, wir könnten dir mehr sagen, aber genau wie die übrigen treuen Anhänger Julias liefen wir um unser Leben. Und wir hatten mehr Glück als die meisten. Gibt es einen Grund, dass er ausgerechnet jetzt erschienen ist? Sie blickt böse drein. Damit ich das verstehe, du deutest an, dass in unserer Mitte irgendeine Missetat geschehen sei, dass wir ein Verbrechen gegen unsere Göttin verübt hätten oder gegen einen anderen Gott und wir um unsere gerechte Strafe und wir uns nur unsere gerechte Strafe erhalten hätten? Und wenn bitte, er legt eine Hand auf ihre Schulter. Sie schüttelt seine Hand ab. Ich weiß nicht, warum diese Dinge geschehen. Warum unsere eigene Muttergöttin zugelassen hat, dass unzählige ihrer Anhänger in den Flammen umkamen. Sie feigte ihre Augen und presste ihre Worte zwischen ihren Zähnen heraus. Und wenn du sie eh herausfindest, dann lade ich dich ein, zurückzukommen und es uns zu sagen. Das ist alles, was ich über den Drachen wissen wollte. Auch die Sprache ist unserer Göttin heilig. Möchtest du über was anderes sprechen? Was könnt ihr uns über Hyela sagen? She's gentle and brilliant, speaking to her followers in dreams, inspiration and birdsong. It is said that she wears a cloak adorned with a feather from every bird known to Kith or Wilder, and that she manifests in the flocks themselves. Kasfats Gesicht erhält sich. Nun, sie ist die Göttin des Gesangs, der Kunst, des Himmels und der Mutterschaft. Sie ist sanft und klug, sie spricht mit ihren Anhängern durch Träume, Inspiration, durch Vogelgesang. Es heißt, sie trage einen Mantel, der mit einer Feder von jedem den gestandenen und den Winden bekannten Vogelblitz verziert ist und dass sie sich selbst in den Vogelschal manifestiert. Ja, bei den Schreien der Geburt, die, das kann ich dir versichern, kein solch schönes Erlebnis sind. This is true.
which is why midwives are widely considered clergy of Helia, as are many artists and poets. In any case, those of us who follow her feel closest to her splendor in a place where we might share light, song, and a view of the blessed sky. Kasfat liegt langsam, das ist wahr, und deshalb werden Hebammen Gebeide als Priesterin Hylias angesehen. Genau wie viele Künstler und Dichter. Oh, wir müssen vielleicht mit der trauernden Mutter in den Tempel gehen. Aber dazu sollten wir sie vorher noch mal ansprechen. Wie dem auch sei, wer ihr folgt, fühlt sich ihr Glanz am nächsten an einem Ort, an dem wir Licht, Gesang und den gesegneten Himmel miteinander teilen können. Na dann auf Wiedersehen erst einmal. Gut, so viel zu den beiden. Krieger und Bärengefährten. Beschützer, da geht's in die Nordlandschaft. Das heißt, wir können als nächstes in den Tempel, der mir schon mal am besten gefällt, weil es hier schön eingeeist ist. Oder habt ihr uns vielleicht was zu sagen? Also ja, das hier sieht schon irgendwie krass aus. So einfach mal ein eingeeister Tempel im Grün. This almost feels like home. Fühlt sich fast wie zu Hause an. Der über dem vorderen See hängende Frost entzieht der Luft alle Wärme. Ja. Der Tempel sieht auch ziemlich cool aus, muss ich ehrlich sagen. Wirkt aber schon fast ein bisschen fehl am Platz. Also ich würde mal sagen, wir gehen dann hier nochmal kurz zum Fähranleger, gehen hier unten rum. Hier über den großen Platz. Hier rum, da rum und dann sind wir fertig. Also gut, ab in den Tempel. Wobei ich nicht hoffe, dass wir jetzt in dem Tempel irgendeine Quest machen müssen, indem wir mit einem Eissplitter eine Wand flicken. Und ich hoffe mal, es kommen keine komischen Viecher hier drin vor. Nebenbei. Erledigt das. Für hervorragend brauchen wir Flugdrachenaugen. Für außergewöhnlich brauchen wir Vitrak-Gehirn. Wobei ich noch nie, bis jetzt immer noch kein Vitrak gesehen habe. Und Rubine eben. Ich könnte irgendwas erschlagen. Biest, Gefäß, Geist, Primitiv, Wilder oder Humanoid. Aber nee. Das lassen wir mal sein. Wir gucken uns jetzt erstmal hier in dem Tempel um, der nicht aufgedeckt ist. Oh, und werden auch gleich begrüßt. Die Bleichelfe mustert dich mit eisblauen Augen. Sie bewegt sich und knete die ihre Hände. Wir kommen im Mittagsfrost. Der Großteil des Tempels ist momentan geschlossen wegen heiliger Zeremonie zu Ehren Rimkranz. Sie forciert ein Lächeln und deutet auf die östliche Tür. Der Schrein befindet sich zu deiner Rechten und darfst gerne ein Opfer darbieten. Aber der Rest des Tempels ist hier nicht zugänglich. Erzähl mir etwas über Rimkrat. Sie blickt ihn mit zugekniffenen Augen an. Du stammst aus dem ewigen Weiß. Wie kann es sein, dass du nichts über Rimkrat weißt? Böse Faul von Hagrim. Ich habe vergessen, wir sind hier aus dem ewigen Weiß. Also ich habe Hagrim aus dem ewigen Weiß kommen lassen. Und das sieht er ihm an. Er ist der Gott der Kälte, der Impfophäe und des Kollapses. Viele sehen ihn als strenger Gott, doch nur wenige erkennen, dass er auf seine eigene Weise auch Leben gibt. Alle Dinge finden in seinem Schatten zu einem gnädigen Ende, nur um anderswo die Schöpfung wieder zu nähren. Sie runzelt die Stirn und beißt auf ihre Lippen herum. Aber er ist ein stummer Gott und seine Wege sind unergründlich. Ihm zu folgen heißt das Unausweichliche ohne Erklärung zu akzeptieren. Ihre Augen huschen zwischen den zwei Türen hin, auf beiden Seiten des Raumes hin und her. Wenn das alles ist, warum ist der Tempel gesperrt? Wie ich schon sagte, wir stecken mitten in heiligen Zeremonien. Sie spricht überdeutlich, sie sind recht komplex und wir erlauben Außenstehende nicht, ihnen beizuwohnen.